Das Innviertel in Oberösterreich ist bekannt für ihre landschaftliche Schönheit und Herzlichkeit. Der Bezirk Braunau gliedert sich in 46 Gemeinden und ist mit einer Fläche von 1040 Quadratkilometer der größte Bezirk im Innviertel. Braunau am Inn ist die älteste und mit knapp 16.900 Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt und hat eine reiche Geschichte zu erzählen. Das Tor zur Altstadt und somit ältestes Bauwerk ist der Stadtturm. Dieser stammt aus der Gründerzeit und diente in früheren Zeiten als Wachturm. Ein Stein vor dem Haus mit mahnender Aufschrift macht den verantwortungsvollen Umgang der Stadt mit seinem Erbe deutlich. Schon von Weitem zu sehen ist die Zunft- und Handwerkskirche St. Stephan, erbaut zwischen 1439 und 1466. Sie ist eine der bedeutendsten spätgotischen Kirchenbauten Österreichs. An der nördlichen Außenmauer der Pfarrkirche St. Stephan befindet sich eines der Wahrzeichen Braunaus, der Mann mit dem langen Bart. Es ist ein aus rotem Marmor gehauener Grabstein für den 1567 verstorbenen Ratsherrn und Stadthauptmann Hans Steininger. Ein weiteres befindet sich auf dem hohen Giebel des Hauses Linzerstraße 21 und ist ein aus Metall geschnittenes Eisenross. Dieses Wahrzeichen erinnert an die Belagerung Braunaus durch die Österreicher nach der Schlacht bei Simbach im Mai 1743 während des Erbfolgekrieges. Die Altstadt präsentiert sich einladend, dynamisch, vielseitig und lädt zum Verweilen ein. Seine Reize entfaltet Braunau mit den vielen kleinen schmucken Geschäften und gemütlichen Cafés. Das Kulturhaus der Stadt Braunau wurde ursprünglich als Feuerlöschfabrik Guck im Jahr 1781 gegründet. Heute ist das Guck eine beliebte Bühne für Konzerte, Kabarett, Lesungen und vieles mehr. Mit einer atemberaubenden Geschichte bietet Braunau den Besuchern Erlebnisse der besonderen Art. Heute für uns unvorstellbar, im Mittelalter und bis hinein in die Neuzeit war es üblich, für die Körperpflege Badestuben aufzusuchen. Die Geschichte der historischen Körperpflege kann man heute im Museum Vorderbad erkunden. Ruhe und Erholung findet man im Jägerstädter Park. Eingerahmt einerseits von der Stadtmauer Braunaus und andererseits vom Gewässer der Enknach, kann man hier so richtig abschalten und die Seele baumeln lassen. Auf dem gegenüberliegenden Ufer erschließt sich ein Naherholungsgebiet mit einem Kinderspielplatz und einer Minigolfanlage. Mit dem Fahrrad die schönsten Plätze erkunden. Entlang des Inns zur Ratzelburg. Sie war ehemaliger Sitz des Geschlechtes der Rohrer. Neben den interessanten historischen Überresten und den informativen Schautafeln bietet das Burgareal einen herrlichen Blick über den Inn ins benachbarte Bayern. Ob Sie vom Inn, Tauern oder Römerradweg kommen, ist egal. Wichtig ist nur, dass Sie sich die Schönheit und die Gemütlichkeit der Stadt Braunau nicht entgehen lassen. Braunau hat viel zu bieten und ist einfach ein lebenswerter Lebensraum zum Wohlfühlen.